Nach dem erfolgreichen Test gegen den Malchower SV steht auch schon unser achter Neuzugang fest. Ein bisschen überraschend, wenn ich ehrlich bin. Ein Rohdiamant kommt an die Ostsee. Sabret Singh, neuseeländischer Nationalspieler, Halbinder, hat in der letzten Saison beim SSV Jahn Regensburg gespielt, ist mit ihnen abgestiegen, allerdings unter Vertrag gewesen bei Bayern 2. Er hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben, hat eine Menge Potenzial. Ich habe es schon erwähnt, einen Rohdiamanten, den man schleifen muss. Und die Frage bleibt, welche Ablöse gezahlt wurde. Das hat Hansa verschwiegen. Wer ein paar genauere Hintergrundinfos hat, kann sie gerne unten in den Kommentaren preisgeben. Sein aktueller Marktwert beläuft sich auf 800.000 Euro. Ist ein bisschen runtergegangen in den letzten Wochen, Monaten. Da gehen wir aber gleich genauer drauf ein. Er ist 1,75 groß, Linksfuß. Seine Hauptposition ist das offensive Mittelfeld. Könnte aber auch links außen, rechts außen spielen. Da haben wir nicht mehr so viel Bedarf, muss ich sagen. Trotzdem ist Singh so ein Kreativspieler, der unserer Offensive gut tun kann. Er ist sehr, sehr dribbelstark. Das hat er in den letzten Saisons immer wieder unter Beweis stellen können. Dazu liebt er es, die Pässe in die Tiefe zu spielen. Das ist sozusagen seine Spezialität. Auf die wartet ja ein weiterer Neuzugang immer, auf diese Bälle. Kin Zombie passt also perfekt in das Spielsystem von Alois Schwarz und könnte unserer Offensive nochmal die nötige Kreativität bringen. Mit Singh sind wir offensiv nochmal breiter aufgestellt, ein bisschen unberechenbarer. Man kann mal Singh spielen lassen. Ingelsson, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Da muss man mal schauen, wo sich Alois Schwarz ihn am besten vorgestellt hat, ob er dann doch eher auf die Außen geht. Ey, wir haben jetzt so viele ja auf dieser Position oder auf diesen Positionen, da hätte man doch schon eher einen Neuner gebrauchen können, aber das wird alles noch passieren, da bin ich mir sicher. Nur wollte man ja eigentlich nicht so einen großen Umbruch. Jetzt hat man mit Singh noch einen weiteren Neuzugang, den achten schon mittlerweile. Ich glaube, wir sind Spitzenreiter in der zweiten Liga, was die Neuzugänge angeht. Das, ja, da muss man erstmal wirklich abwarten und diese Spieler erstmal integrieren in die Mannschaft. Das ist nicht einfach mit so vielen Neuen. Das Ding ist, durch diese ganzen Neuzugänge weiß man jetzt nicht so recht, wie viele Spieler noch gehen werden. Es deutet immer mehr darauf hin, dass der ein oder andere Spieler Hansa noch verlassen könnte, auch im offensiven Bereich. Ich bin wirklich gespannt darauf, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Aber acht Neuzugänge, das ist eine Ansage und da kommen noch mehr. Was ich jedoch sehr gut finde, dass sich Christian Walter nicht in die Karten spielen lässt. Diesen Transfer haben wieder wenige vorhergesehen. Und natürlich bleibt er seinem Schema treu. Ein junger, ambitionierter Spieler, der sehr, sehr talentiert ist, aus der Bayern-Jugend kommt. Ich meine, wenn Bayern sich den aus Neuseeland geholt hat, die werden da schon irgendwas gesehen haben in ihm. Und jetzt haben wir ihn, wie gesagt, für 3 Jahre gebunden erstmal. Kann sich hier in Ruhe dann weiterentwickeln, hoffentlich, und uns weiterhelfen. In der Profimannschaft von Bayern hat er 2 Spiele bestritten, damals noch im Audi Cup 2019. Und dort wurde Singh vom Trainer gelobt. Niko Kovac war das damals. Er hat schon viel in diesem Spieler gesehen, der allerdings dann ein paar Rückschläge hatte und sich dann doch nicht wirklich durchsetzen konnte in der Profimannschaft. Dementsprechend muss er dann wieder zurück zu den Bayern Amateuren, hat den Sprung nie so richtig vollzogen und ist dann zum SSV Jahn Regensburg gegangen, ausgeliehen worden. Bei Regensburg war ein absoluter Unterschiedsspieler. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, in der Saison 21-22, da hat er auch 2-mal gegen unseren FC Hansa getroffen. Irgendwie verpflichten wir nur Spieler, die gegen uns getroffen haben oder abgestiegen sind aus der zweiten Liga in die dritte. Nee, aber sein eines Tor war wirklich erste Sahne zur 1:0 Führung, wo wir dann noch 2:3 gewonnen haben. Was für ein Strahl hat er da ausgepackt. Er hat die Qualitäten im Schuss, im Abschluss und genau das könnte unserem FC Hansa helfen. Und dann hat er ebenfalls nochmal gegen uns getroffen in der DFB-Pokal-Nebelschlacht zum 1:2. Das kann man jetzt nicht ganz so gut erkennen. Ich glaube, das ist aber
eher Nebensache. Viel wichtiger ist, dass er jetzt für unseren FC Hansa auf Torejagd geht. Genau in dieser Saison konnte er dann auch bei Regensburg komplett überzeugen. In den 25 Zweitligaspielen hat er 11 Scorerpunkte gemacht. War schon sehr, sehr gut für eine Mannschaft, die auch eher im unteren Mittelfeld mitgespielt hat. Und in dem goldenen Jahr, sag ich mal, wo er eben diese vielen Scorerpunkte gemacht hat, hatte unter anderem dann auch Bundesligist Werder Bremen Interesse. Der Transfer ist dann ja auch aus dem Nichts ein bisschen geplatzt. Also auf dem ersten Blick hört sich das Ganze alles gut an. Es gibt jedoch eine kleine Schattenseite von Sabri Zink. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Korrigiert mich, falls er falsch ist, damit ich es beim nächsten Mal ja besser mache. Was genau war denn da los? Er hatte Verletzungsprobleme, ordentliche. 179 Tage fehlte der neuseeländische Nationalspieler wegen einer hartnäckigen Schambeinentzündung. Das war noch nicht alles, nein, denn in der letzten Saison gab es diese kuriose Transferpanne mit ihm, wo er ein ganzes halbes Jahr bei Regensburg nicht spielen durfte. Erst am 1. Januar 2023 war es dann wieder soweit und dort sah seine Quote nicht mehr so toll aus nach der Verletzung und diesem halben Jahr Pause in der ersten Saisonhälfte. 14 Einsätze hat er in der Rückrunde, ein Tor geschossen, eine Torvorlage gegeben. Seine Karriere startete er, wie gesagt, in seinem Geburtsland Neuseeland bei Wellington Phoenix, ist dann zu der anderen Wellington-Mannschaft gegangen in der Saison 17-18, dann zu Bayern 2, war unter anderem auch an den ersten FC Nürnberg ausgeliehen, dann wieder zurück zu Bayern 2, daraufhin die nächste Leihe zum SSV Jahn Regensburg, dann zurück zu Bayern 2, ein zweites Mal hat Regensburg ihn ausgeliehen. Ja, also sehr, sehr viele Leihen, die er schon hinter sich gebracht hat. Hoffen wir mal, dass er jetzt bei Hansa angekommen ist. Was soll ich abschließend sagen? Ich hoffe einfach, dass er zur alten Form wieder zurückfinden kann und dann kann es eine richtige Waffe werden bei Hansa. Wir wünschen ihm alles Gute. Ja, zeig, was du kannst, dein Talent. Wir wollen die kreativen Bälle sehen, die Zuckerpässe oder du machst selber die Tore, so wie gegen uns dieses eine. Ich bin auf jeden Fall fest davon überzeugt, dass er uns weiterhelfen kann, wenn er denn fit bleibt. Schreibt gerne alles rein zu Sink, auch die Regensburger. Was könnt ihr noch so zu ihm sagen? Ist das ein guter Spieler, ein schlechter Spieler? Aber das, was ich so in Erinnerung habe, war eigentlich durchweg positiv. Nur ja, diese Verletzung und dann die Transferperne haben ihn ein bisschen nach hinten geworfen. Ich bedanke mich an jeden, der hier eingeschaltet hat, einen Daumen nach oben gibt. Ein bisschen größerer Umbruch als erwartet am Anfang. Und da kommt, glaube ich, noch ein bisschen was dazu. Neuner suchen wir ganz, ganz dringend. Ein Innenverteidiger. Boah, ja, 10 Neuzugänge. Und wir sind wieder gerüstet für die neue Zweitligasaison. Das wäre mir ein bisschen wichtiger gewesen, wenn man die zuerst verpflichtet hätte. Aber der Transfermarkt gibt eben das her, was er hergibt. Damit schließe ich das Ganze jetzt ab. Bleibt stabil, haut rein, macht's gut und bis zum nächsten Mal.